1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute eine Themennacht und unser Thema heißt Schuld. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich schuldig gemacht haben. Und die vielleicht große Gewissensbisse haben und ein sehr belastetes Gewissen und nicht damit zurechtkommen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich auch schuldig gemacht haben, aber die einen Weg gefunden haben, mit dem, was sie zu verantworten haben, weswegen sie sich schuldig gemacht haben, zu leben. Also, das Thema ist Schuld. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht ist der Dirk und Dirk ist 51 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Erstmal möchte ich was voranstellen. Schön, dass es eine Sendung gibt, dass man auch merkt, man ist nicht der Einzige, der plötzlich vor der Wand steht und nicht mehr weiter weiß. Ja, vielen Dank. Du bist nicht der Einzige. Also, das Thema Schuld hat dich bewogen anzurufen heute Abend. Schuld. Ich suche die Schuld, ich suche meine Schuld am Tod meiner Tochter. Wann ist deine Tochter gestorben? Meine Tochter ist am 14.04. aus dem 9. Stock eines Hochhauses gesprungen, aus dem Treppenhaus. In diesem Jahr? In diesem Jahr. Aus dem 9. Stock? Aus dem 9. Stock, sie war sofort tot. Und ja, wo anfangen? Schuld. Natürlich bin ich schuld. Ich habe irgendwann habe ich die Kinder im Stich lassen müssen. Lass mich mal vorab ein paar Fragen stellen. Wie alt war deine Tochter? Sie war 16. 16 Jahre alt. Mhm. Hat 16 geworden. Hast du eine Ahnung, warum sie das gemacht hat? Ja, ich weiß es. Und warum hat sie es gemacht? Sie konnte so nicht mehr weiterleben. Warum nicht? Sie hat bei ihrer Mutter gelebt. Ich muss mal ein bisschen ausholen. Ich gehe ins Jahr 2001 zurück. Mhm. Dort war Familie, 5 Kinder. Drei waren gemeinsame, 2 mit in die Ehe gebrachte. Mhm. Und ich wurde immer dicker. Und irgendwann konnte ich nicht mehr sitzen, wenn ich mich hingelegt habe. Jedenfalls schwere Krankheit festgestellt worden. Das nennt sich dilative Kardiomyopathie. Mhm. Ich habe es am Anfang auch erstmal, hey, was ist denn das? Das ist eine Herzschwäche. Da geht der Herzrhythmus, das Herz pumpt nicht mehr genug. Mhm. Der Herzrhythmus macht, was er will. Das Ding blieb irgendwann mal stehen für ein paar Sekunden, ist er heute noch. Ich mache mal einen Vorschlag, Dirk, damit wir nicht zu weit ausholen, sonst bleiben wir nicht so richtig bei der Sache. Gut. Versuchen wir mal erstmal so als Stichwort und dann kannst du es mir auch erklären, was für sie der Grund war, warum sie nicht mehr leben konnte. Sie kam mit der Lebensweise ihrer Mutter nicht klar. Was war das Schlimmste an der Lebensweise der Mutter? Ständig neue Männer, ständig Umzüge, ständig Gewalt. Sie hat ein Gedicht veröffentlicht oder ist veröffentlicht worden im Internet, wo sie dazu unter dem Thema Gewalt genau das beschreibt. Ich habe das Gedicht nach ihrem Tod erst gelesen, erst erfahren. Mir ist kalten Rücken runtergeworfen. Sie beschreibt genau das Verhalten ihrer Mutter. Also Gewalt, das heißt, die Mutter hat der Tochter Gewalt angetan. Sie hat ihr seelische Gewalt angetan. Ja. Das ist eine Mutter, eine Frau, da kann man nichts recht machen. Mhm. Gar nichts. Und also deine Tochter hat dann alleine, also nicht alleine, sondern ihr habt getrennt gelebt. Wir haben uns 2001 scheiden lassen. Ja. Der letzte Anhaltspunkt war dort meine Krankheit. Als die Kinder jeden Tag im Krankenhaus anriefen, Papi, komm schnell nach Hause und drucksten rum. Mhm. Jeden Tag Schläge, jeden Tag Ärger. Sie waren bei einer Bekannten, haben gefragt, ob sie dort wohnen dürfen. Mhm. Ein Brief der Ältesten an mich dann in der Kurklinik. Unter anderem der Satz drin, wie konnte sie diese eiskalte Frau heiraten, die uns so sehr hasst. Ah, ich ja. wusste, dass sie ihre Kinder hasst. Ich wusste es. Wie war denn dein Kontakt in den letzten Jahren zu deiner Tochter? Der ist verhindert worden von dieser Frau. Marianne kam oft mich besuchen. Am Anfang gab jedes Mal dann noch Ärger, Dresche. Das letzte war ein Telefonat mit Marianne, wo ich sie versuchen wollte anzurufen. Marianne ist die Tochter? Ist die Tochter. Mhm. Eine kleine, blonde. Mhm. Ein ganz liebes Mädchen. Ja. Und, naja. Hat sie denn öfters den Wunsch geäußert, dass sie weg will von der Mutter?
sie hat nicht mehr gewusst, wohin. Ich bin so verhetzt worden dort. Warum konnte sie nicht zu dir kommen? Sie hätte jederzeit kommen können. Das Haus steht jederzeit offen. Und warum ist sie nicht gekommen? Ich muss dermaßen verhetzt worden sein, das weiß ich noch nicht wie, dass sie sich das nicht getraut hat. Sie hat zu einer Freundin gesagt. Heißt, was heißt verheizt worden sein? Ich bin der Böse. Ich bin allein schuld. Das hat die Mutter so gesagt. Die Mutter stellt sich hin, als ich bin der Letzte. Okay, aber deine Tochter hatte ja schon eine Beziehung aufgebaut zu dir. Ja, natürlich. Meine Tochter wusste auch, dass es ihr gut hat, aber ihr ist irgendwie gedroht worden. Ihre beste Freundin sagte, ja, die Marianne, ich habe sie ja ein paar Mal gefragt, sagte, warum gehst du zu seinem Vati? Da darf ich nicht hin, da passiert was ganz Schlimmes. Mir ist schon mit dem Tod gedroht worden von Liebhabern dieser Frau. Nur ich habe drüber gelacht, aber eine 15-Jährige lacht wahrscheinlich nicht drüber. Ich verstehe. Du hast vorhin angedeutet, dass du auch eine schwere Krankheit bekommen hast. Lebst du denn zurzeit oder seit einiger Zeit alleine? Ich habe eine Freundin seit 6 Jahren. Ah, ja. Die Scheidung ist ja nur sehr lange her. Und wie sieht das gesundheitlich aus? Beschissen. Das ist eine Krankheit. 50% sagt die Statistik, versterben innerhalb von 3 Jahren. Aber du kannst dich so normal bewegen, das geht schon? Oder bist du ans Bett gefesselt? Ich bin nicht ans Bett gefesselt. Das nicht. Ich kann 100 Meter laufen, ich kann was machen. Ich schlafe einen Tag 16 Stunden. Was ja auch mir durch diese Frau zum Vorwurf gemacht wird. Da liegt dann noch Fall rum. Natürlich, wenn es nicht geht, geht es nicht mehr. Ich muss immer den Spagat zwischen Herzleistung und Belastung hinkriegen. Verstehe. Übertreibe ich, kippe ich um. Von wem hast du diese furchtbare Nachricht gehört, dass dein Kind sich umgebracht hat? Ich war bei meiner Freundin in Brandenburg, die auch sehr krank ist. Und mein Sohn rief an, der 17, war die, wann kommst du heute? Wie immer, war die, druckst du rum, ich bin sofort losgefahren. Nach der Zeitung, Marianne, Klasse 10a, 56. Mittelschule. Die Klassenkameraden haben Abschied genommen mit einer Zeitungsannonce. Ach, dann hast du es erst erfahren? Doch, dann habe ich sofort zum Telefon gegriffen, Bekannte angerufen. Ist das meine Marianne? Ja. So, da saß ich dann da. Wie lange hattest du denn vorher nichts von ihr gehört? Ich habe von ihr 2 Jahre vorher nichts gehört. 2 Jahre? Ich hatte das so verstanden, dass ihr immer wieder mal Kontakt habt mit ihr. Wir hatten immer mal die letzten 2 Jahre nicht mehr, nachdem es Riesentheater war, nach dem Anruf, wo ich ja mitteilen wollte, dass der Opa gestorben ist, wo dann Riesenauseinandersetzung war, sie unter Druck gesetzt wurde, sie auf der Straße heulend vor mir weggerannt ist, habe ich dann gesagt, okay, ich gehe in die zweite Reihe. Ich habe sie sehr oft gesehen. Aber du hast sie die letzten 2 Jahre nicht gesehen und ihr habt auch nicht... Ich habe sie die letzten 2 Jahre sehr oft gesehen, aber ich habe nicht mit ihr in Kontakt getreten. Ich habe geguckt, was macht sie, geht das gut? Also hast du dich nur mit ihr getroffen? Ich habe nach ihr geguckt, vor der Schule gewartet. Achso, verstehe. Aber du hast nicht mit ihr gesprochen? Ich habe nicht mit ihr gesprochen. Du hast 2 Jahre nicht mit ihr gesprochen? Nein, ich war auch vorher sehr oft auf dem Jugendamt, weil immer wieder mir Sachen zugetragen wurden, weil man man kennt mich hier in der Ecke als absoluten Kindernah, als sehr guten Papa. Und was hätte ich tun sollen? Weiter auf Marianne einbringen, irgendjemand erfährt, sie kriegt wieder Dresche von der Mutter. Okay. Jetzt nochmal zu dem Anfang des Gespräches. Dein Kind, deine Tochter, hat sich am 14.04. das Leben genommen. Sie ist aus einem Hochhaus gesprungen, 16 Jahre alt. Du machst dir den Vorwurf, dass du mit daran schuld bist. Ja. Ich hätte damals anders reagieren müssen. Was heißt damals? Wann damals? Auf meine Krankheit keine Rücksicht nehmen, die Kinder behalten. Damals hat das Gericht festgestellt, ja, der schafft das ja mit den Kindern gar nicht. Warum? Okay, das ist... Ich habe damals darauf gedrungen, dass der Richard bei mir bleibt, weil da wusste ich, den hasst die Frau am meisten, um ihn zu schützen, auch für den Fall, wenn ich mal nicht mehr da bin, dass er irgendwo in einer Familie weiterleben kann. Ich hätte nie gedacht, dass ihr auf das kleine Mädchen losgeht. Meine Schuld ist, ich habe ihr das kleine Mädchen praktisch damals ausgeliefert. Und ich habe mich... Ja, verdammt, ich hätte es zum Gericht gehen müssen und den Umgang erzwingen. Ich wollte es nicht im Interesse von Marianne, damit sie nicht wieder mehr Ärger kriegt und noch mehr Ärger. Hättest du es denn aufgrund deiner Erkrankung leisten können, dass das Kind oder die Kinder sogar bei dir sind? Ich hätte es leisten müssen. Die Frage steht nicht, ob ich es hätte gekonnt. Ich hätte es müssen. Ja, okay, aber manchmal stellt sich die Frage schon, ob man es gekonnt hat. Wenn man nur wirklich ganz schwer krank ist, kann man das eben nicht. Sie hätten ein bisschen mithelfen müssen, die Kinder. Ich hätte mir irgendwo Hilfe suchen müssen, habe ich ja auch. Was mir nicht so ganz klar ist, Dirk, okay, das ist natürlich eine Sichtweise, dass du damals falsch gehandelt hast. Aber wenn du über all diese Jahre mitbekommen hast,
wie asozial die Verhältnisse dort sind und dass dein Kind eben auch so gepeinigt wird und gequält wird. Warum hast du nicht Alarm richtig geschlagen bei den Behörden? Ich habe Alarm geschlagen auf dem Jugendamt. Da wurde mir gesagt, was Sie bloß wollen, die Frau ist Erzieherin. Wir haben die Frau reinbestellt, das stimmt da gar nicht, was Sie sagen. Ja, logisch, erzählt die da nicht, was los ist. Immer wieder. Hat man denn das Kind auch befragt? Das Kind wird wohl kaum irgendwas Konstruktives dazu sagen, weil sie Angst hatte. Sie hatte Angst. Mhm. Angst vor dieser Frau. Aber auch dann hättest du doch nochmal im Nachhinein bewirken können, dass sie zu dir kommt. Ich habe es ja immer wieder probiert, aber wahrscheinlich hätte ich doch über Gerichte gehen müssen. Und ich habe auf der einen Seite auf meine Kleine Rücksicht nehmen wollen und habe dadurch gesagt, okay, ich ziehe mich zurück. Irgendwann ist sie 18, da kommt sie, steht sie vor der Tür oder vorher, wenn es nicht mehr geht. Sehr vertrackt, weil du eben auch die Vermutung hast, wie du es gerade schon gesagt hast, dass man ihr sehr gedroht hat. Man hat sie bedroht, zu mir zu gehen, massiv. Weil in dieser Familie, diese Frau hat wahrscheinlich begriffen, dass sie 16 Jahre mit mir nie wiederkommen. Und das ist nie, mein Gott, ein Mann, der geht arbeiten, der baut ein Haus, der versorgt die Kinder, der kümmert sich ums Essen, um die schulischen Belange. So gut geht das doch nie wieder. Lass mich nochmal fragen, was mich auch so stutzig macht in der ganzen Geschichte, ist, wenn das Mädchen so gelitten hat, wenn sie aber letztendlich zu dir ein gutes Gefühl hatte, warum gab es da keine heimlichen Treffen in den letzten 2 Jahren? Das ist die Frage, die ich mir auch stelle. Warum ich sie nicht Hatte sie zu dir ein gutes Verhältnis, ein gutes Grundgefühl? Meine Kinder hatten zu mir alle ein gutes Verhältnis. Und warum gab es da keinen Kontakt? Wir haben Kontakt? Ja gefeiert, wo ich gesagt habe, warum? Okay, aber warum gab es da keinen Kontakt? Ja, das ist die Frage, wo meine Schuld liegt. Warum habe ich ihn nicht erzwungen? Sie hatte Angst vor mir. Sie hatte auch Angst vor ihrem Sie hatte Angst, Moment, nicht so viel auf einmal. Sie hatte doch Angst vor dir, sagst du? Sie hatte Angst, sich mit mir zu treffen. Ja. Sie hatte nicht Angst vor mir. Aber sie hätte doch mal anrufen können. Ja. Warum hat sie es nicht getan? Sie hat es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man ihr so trauen konnte, dass sie den Weg nicht gefunden hatte. Mhm. Und warum habe ich den Weg nicht für sie erzwungen? Ich hätte ihn erzwingen können. Mit der Polizei hätte ich sie zum Umgang holen können. Nur das wäre natürlich für sie furchtbar danach gewesen. Ich wusste ja nicht, dass dieser erzwungene Umgang vielleicht der sofortige Wechsel gewesen wäre. Also das ist natürlich jetzt auch für einen Außenstehenden, für mich sehr, sehr schwierig, innerhalb von relativ kurzer Zeit da so einen Einblick zu gewinnen. Es scheint eine sehr tragische Geschichte zu sein. Und ich höre schon aus der ganzen Sache so aus, wenn man mitbekommt, dass über Jahre so viel schief läuft in einer Familie, ja, dann trägt man Schuld, wenn man nicht radikal eingreift. Das stimmt schon. Hat deine Tochter dir einen Brief hinterlassen? Nichts. Gar nichts. Wenn sie einen Brief, sie hat garantiert einen Brief hinterlassen, aber das garantiert vernichtet worden. Na gut, dann hätte sie ja einwerfen können. Ich weiß nur von... Das heißt, du warst auch gar nicht auf der Beerdigung deines Kindes? Ich war dort. Das reichte dann von der Zeit noch? Ich habe... Als du es erfahren hast? Es sollte mir niemand Bescheid sagen. Ich sollte nicht Bescheid kriegen. Ich habe dann rausbekommen, auf welchen Friedhof, durch eine Indiskretion irgendwo. Nein, die Mutter hat ausdrücklich nein. Da bin ich zum zuständigen Pfarrer sofort. Sofort habe ich einen Termin bekommen und die Frage, ob sich die Friedhofsmitarbeiter bei mir entschuldigen dürfen, natürlich. Das heißt, du warst auf der Beerdigung und hast da auch die Mutter des Kindes auch gesehen? Ich habe sie dort gesehen, am Grab ihrer 16-jährigen Tochter. Gab es irgendeine Frage? Auch frei, kein Trauer, nichts. Nichts. Eine Schwester hat geheult. Mhm. Die Oma mit Ringelsäckchen, als ob sie zum Handball gehen wollen. Und es hat dieser Frau auch niemand kondoliert. Du hast mit ihr auch nicht gesprochen? Mit ihr kann man nicht sprechen. Das geht nicht. Mhm. Mit ihr, sie keift und schreit. Mhm. Sehr schwieriger Fall. Sehr schwieriger Fall. Ich halte es durchaus auch für möglich. Ich will ja nicht voreilig urteilen, aber dass man da sicher vielleicht schon noch etwas mehr hätte tun können. Ja, sicher. Gut, alle Bekannten, alle Freunde sagen, Mensch, du kannst doch gar nichts machen. Du hast doch alles versucht. Versucht reicht nicht. Ich weiß heute, ich hätte irgendwo ein bisschen mehr machen müssen. Verstehe. Die Frage können steht nicht. Verstehe. Natürlich, ich darf mich nicht aufregen, ich darf alles nicht. Das ist doch aber scheißegal. Mein Gott. Ich würde gerne das Gespräch, Dirk, verlängern im Hintergrund unserer Sendung, da mir ein bisschen die Zeit jetzt wegläuft.
Ich weiß nur, dass ich irgendwo mit dieser Schuld nicht leben will. Mhm. Ich habe meinen Sohn, habe ich Verantwortung noch. Ich habe eine Freundin, da habe ich ganz große Verantwortung, weil sie genauso krank ist wie ich. Wir werden das jetzt mal im Hintergrund vertiefen. Da haben wir auch ein bisschen mehr Zeit und können auch noch mal in die Einzelheiten reingehen, was die ganze Vergangenheit betrifft, lieber Dirk. Du bist ja auch verständlicherweise sehr, sehr aufgeregt und sehr erregt. Das wäre jeder von uns an deiner Stelle auch. Ich möchte dich bitten, aufzulegen. Und ich verspreche dir, dass wir uns gleich wieder bei dir melden und dann in Ruhe nochmal den Fall durchgehen. Ja? Lieber Dirk, alles Gute wünsche ich dir. Ich bedanke mich erstmal. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Schuld. Und jetzt haben wir gerade schon einen sehr dramatischen Fall gehört, dass Dirk sich die Schuld gibt an dem Tod seiner Tochter. Also wenn ihr meint, euch schuldig gemacht zu haben oder vielleicht wirklich euch schuldig gemacht habt, wo es gar keine Frage des Meinens ist und ihr damit nicht zurechtkommt und gerne darüber reden wollt, dann meldet euch hier bei uns, bei mir. Und wenn ihr ebenfalls irgendwann etwas verschuldet habt, aber einen Weg gefunden habt, damit klarzukommen, zurechtzukommen, dann meldet euch gerne auch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Weiter geht es mit Markus. Markus ist 30 Jahre alt. Hallo Markus. Hallo Jürgen. Markus. Hi erstmal. Hi. Unser Thema ist Schuld. Genau. Mein Vater gibt mir die Schuld daran, dass er sein ganzes Leben lang für mich zahlen durfte und seine neue Frau zeitgleich dazu mit. Das ist eigentlich mein Thema. Den letzten Satz habe ich nicht verstanden. Also der Vater gibt dir Schuld, dass er ganz lange für dich zahlen musste. Und was ist mit der neuen Frau? Sie zeitgleich dazu, das heißt hauptsächlich eigentlich sie mit. Ich verstehe nicht, sie zeitgleich dazu? Nein, Ich verstehe akustisch nicht. Entschuldigung, sie ist der Meinung, sie hat mir heute vor den Kopf geschossen, dass sie halt ihr ganzes Leben, was ihr auch schwer gefallen ist und ihm auch schwer gefallen ist, halt für mich zahlen mussten. Dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es ist halt einfach so, ich bin mittlerweile 30 Jahre alt, eine Frau, habe ein Kind, das Zweite ist unterwegs und ich versuche seit 10 Jahren zu meinem Vater Kontakt aufzubauen. Meine Mutter und mein Vater haben mich damals bekommen, meine Mutter war noch sehr jung und das Problem ist halt seinerzeit gewesen, dass mein Vater und meine Mutter sich halt nicht wirklich verstanden haben und sich dann voneinander getrennt haben. Mhm. Meine Mutter ist gegangen. Wie alt warst du da? 2 Jahre. Ach so. Knapp 2 Jahre. Mhm. Und sie ist dann halt aus der Stadt weggezogen, in ein Dorf rein. Und und du bist wo geblieben? Ja, bei ihr. Ich bin mitgenommen worden. Mit der Mutter. Und, genau. Und das Problem ist halt einfach seinerzeit gewesen, dass meine Mutter und auch meine Oma den Kontakt zu meinem Vater gänzlich unterbunden haben. Das heißt, sie wollten nicht, dass der Kontakt von ihm zu mir besteht. Mhm. Und aus welchem Grund auch immer, weiß ich nicht. Und hast du nie gefragt, später, als du älter warst? Schon, aber es heißt immer nur halt, sie wollten es damals nicht. Mhm. Ja, und das Problem ist halt einfach, dass er dann seinerzeit angeblich das auch nur aus Hörensagen, ich weiß es nicht wirklich, dann um mich gekämpft hätte und versucht hat, den Kontakt zu mir herzustellen, was aber dann halt, wie gesagt, maßgeblich unterbunden wurde. Bin dann seinerzeit in so eine Pflegefamilie noch reingekommen und es war halt einfach kein Kontakt da. Ach, du bist ja nicht bei deiner Mutter geblieben? Sondern ich bin dann zwischenzeitlich abgegeben worden in eine Pflegefamilie. Warum? Und, weiß ich nicht. Wie weiß ich nicht? Wie alt warst du da? Da war ich auch 2, 3, knapp 3, glaube ich. Wie, hat deine Mutter dich dann in eine Pflegefamilie gegeben und du weißt im Nachhinein nicht, warum? Nur ungefähr, dass halt meine Oma damals der Meinung war, dass sie mich abgeben sollte, dass es besser wäre. Und wie lange warst du dann in der Pflegefamilie? Ach, ich war nicht lange dort. Meine Mutter hat mich dann irgendwann da rausgeholt mit meinem Stiefvater zusammen. Hm. Das heißt also, wir haben mich da quasi in dem Sinne entführt. Hm. Und, also das heißt nicht lange, ein Jahr oder was? Ja, also ich war mit 4 Jahren wieder bei ihr. Und bist dann noch bei deiner Mutter und deinem Stiefvater aufgewachsen? Richtig, genau. Und dein leiblicher Vater hat immer bezahlt für dich? Sagt er, ich weiß es nicht. Du weißt so wenig, warum sprichst du mit deiner Mutter nicht darüber? Wir versuchen drüber zu sprechen, aber es kommen halt immer nur halbe Sachen an. Das ist, kann man schlecht erklären. Das Problem ist halt einfach, dass meine Mama den Kontakt halt früher, sie war noch sehr jung, sie hat mich bekommen, da war sie 15. Mhm. Und
ich denke einfach mal, dass sie damals einfach viel zu jung war. Und dass deswegen halt viele Sachen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Okay, aber das wäre noch keine Erklärung dafür, dass sie heute nicht redet und gerade mit ihrem Sohn darüber redet. Das ist ja auch dein Leben und deine Wurzeln. Ist dein leiblicher Vater viel älter als deine Mutter? Er ist heute 50, also und viel älter nicht. Ich glaube, 6 Jahre oder 7 Jahre. Ach so, älter. So, jetzt sagt er, du hast heute Kontakt mit ihm. Sporadisch. Es ist jetzt so gewesen, ich habe jetzt halt 10 Jahre lang gekämpft und es war so, dass ich vor 5 Jahren, kurz vor der Geburt meines Sohnes, massiv eigentlich versucht habe, den Kontakt aufzubauen und ihn dann auch dazu bekommen habe, dass wir uns seinerzeit bei Borussia im Stadion, also im Westfalenstadion in Dortmund getroffen haben. Er war dort als Ordner. Und wir haben dann seinerzeit unter der Südtribüne, was für mich ein gigantisches Erlebnis ist, weil ich ein absoluter Schwarzgelber bin, haben wir dann gestanden und das war für mich das erste Mal, dass ich wirklich mit ihm reden konnte. Und wir haben dort wirklich das komplette Spiel und auch kurz nach dem Spiel noch uns unterhalten. Und er hat in diesem Spiel, während des Spiels halt auch schon immer wieder betont, von wegen, Markus, du hast mich verdammt viel Geld gekostet. Gehen wir mal davon aus, dass er bis zum wievielten Lebensjahr gezahlt hat? Ich weiß nur so viel, dass er am Anfang gar nicht bezahlt hat, sondern das Sozialamt für ihn gezahlt hat. Und ich weiß nur, dass irgendwann das Sozialamt ja kommt und sich das Geld wiederholt. Und ich weiß nicht, wie lange er jetzt tatsächlich bezahlt hat. Ich weiß es wirklich nicht. Aber jetzt zahlt er natürlich nichts mehr. Ach Quack, ich bin 30 Jahre alt. Ja, eben. Ich habe eine vernünftige Schulausbildung. Jetzt nochmal. Er gibt die Schuld. Wiederhol den Satz nochmal, den du am Anfang gesagt hast. Er gibt mir die Schuld dafür, dass er sein Leben lang zahlen durfte. Und das will ich jetzt gerade. Also sein Leben lang hat er ja noch nicht gezahlt. Er hat dann bis zu einem gewissen Alter von dir gezahlt. Wie kann er dir die Schuld geben? Das verstehe ich auch nicht. Es ist halt so, darauf wollte ich gerade hinaus, vor 5 Jahren halt diesen Kontakt mit ihm gehabt. Wir haben dann uns unterhalten und es war super toll. Er hatte mich dann auch Silvester, ich bin auf Silvester geboren, am 1.1. Er hatte mich dann auf meinen Geburtstag nachts angerufen und erzählte mir dann, dass er wahnsinnig stolz auf das ist, was ich erreicht hätte und. Und er hat mich damit wirklich, wirklich, wirklich getroffen. Es war ein unheimlich schönes Gefühl. Okay, das ist eine gute Erfahrung. Aber offensichtlich ist es heute nicht mehr so gut. Genau darum geht es ja. Nach diesem Telefonat habe ich dann erstmal gar keinen Kontakt mehr gehabt. Weil? Warum? Keine Ahnung, er hat sich nicht mehr gemeldet. Ich habe ihn dann auch nicht erreichen können und dann habe ich ihn zwischenzeitlich mal wieder erreicht. Dann ist es aber jedes Mal am Telefon so gelaufen, Markus, ich habe jetzt gerade keine Zeit, tut mir leid, ich melde mich bei dir. Ja, aber dann hat er sich nicht gemeldet und das zog sich jetzt eigentlich so die letzten 5 Jahre, bis das jetzt halt dann mein zweites Kind unterwegs ist und der errechnete Entbindungstermin der 18.1. ist und der 18.1. ist sein Geburtstag. Und ich habe... Vom Vater. Richtig. Und ich habe in diesem Zusammenhang den Kontakt wieder aufgebaut. Das heißt, ich habe mich wieder bei ihm gemeldet, habe ihm davon erzählt. Er hatte auch noch immer nicht sein Enkelkind gesehen, was mittlerweile über vier Jahre alt ist. Und dann haben wir hin und her uns unterhalten und er meinte, ja Markus, wir können uns ja gerne mal treffen und ich muss gucken, dass ich das mit meiner Frau hinbekomme. Ja, und dann haben wir uns dann fiktiv auf einen Termin geeinigt und der Termin war heute. Der war heute. Ja, ich bin dann heute hingefahren und wir hatten uns für 13 Uhr verabredet. Ja. Ich bin dann hingefahren. Ich bin leider etwas später gekommen, weil ich hier absolut nicht losgekommen bin. Das heißt, ich habe mich um eine halbe Stunde verspätet, weil ich musste von hier aus auch noch einiges fahren. Ich musste also erstmal. Okay, keine lange Einleitung. Hast du ihn getroffen? Ich habe ihn getroffen. Wir sind da gewesen. Wie war's? Angestellt. Es war beschissen, ja. Mir geht's richtig kacke. Warum war's beschissen? Wir sind reingekommen. Wer ist wir? Meine Frau, mein Kind und ich. Wir sind reingekommen bei ihm in die Wohnung und wie es sich halt gehört, wie es mein Anstand mir gelehrt hat, habe ich natürlich als allererstes seine Frau begrüßt und habe mich vorgestellt in Markus und dann kriegte ich als erstes nur ihren Nachnamen. Sie hat sich also nur mit Nachnamen vorgestellt. Und da habe ich schon gedacht, ein bisschen komisch, aber naja gut, kann ja sein, ist egal. Und dann haben wir uns irgendwann hingesetzt, also wir saßen dann im Wohnzimmer und im Wohnzimmer dann haben wir uns erstmal ganz normal unterhalten. Mein Vater war auch normal zu mir. Er war auch freundlich, ich habe das Funkeln in seinen Augen. Was war denn das Unangenehmste an der Begegnung? Da will ich gerade drauf hinaus. Wie gesagt, ich hatte das Funkeln in seinen Augen gesehen, weil es er den Kleinen gesehen hat. Das war ein schönes Gefühl. Und dann, als wir uns so eine halbe Stunde lang ganz normal unterhalten hatten, das Gespräch lief einfach so dahin, auf einmal urplötzlich guckt seine Frau mich an und sagt auf einmal zu mir, sagen Sie mal, was versprechen Sie sich eigentlich davon? Ich gucke sie an, ich sage, ich heiße Markus. Und dann sagte sie, nein, für mich sind Sie ein wildfremder Mensch und Sie sind für mich ein Sie und das war's.
Ich will mit ihnen nichts zu tun haben, ich will keinen Kontakt zu ihnen oder dergleichen. Und dann habe ich gesagt, ja, brauchen sie ja auch nicht. Und dann ging es los. Es hieß dann nur noch von wegen, wir haben jahrelang für dich zahlen müssen, also für sie zahlen müssen. Hat sie das gesagt oder hat er es auch? Nein, das hat sie gesagt. Wir haben jahrelang für sie zahlen müssen und es tat uns wirklich weh und ich weiß nicht, was sie von uns wollen und genau in diesem Okay, was hat denn dann in der Situation dein Vater gesagt? Er hat ihr zugestimmt. Hat ihr zugestimmt. Und dann seid ihr nach wie lange Zeit gefahren wieder? Es hat nach diesem Showdown in dem Sinne, so würde ich es jetzt formulieren, hat es dann noch 5 Minuten gedauert. Meine Frau ist rausgegangen, sie wollte eigentlich was sagen, hat aber gar nichts mehr gesagt, weil ihr geschossen die Tränen in den Augen, genauso wie mir. Sie ist dann einfach nur noch rausgegangen und hat in dem Moment hat meine Jacke geholt, die Jacke von unserem Sohn geholt, kam dann wieder rein, hat mir die Jacke gegeben und hat er erschrocken geguckt und sagt in dem Moment nur von wegen, ihr könnt doch noch austrinken. Und da haben wir gesagt, nee, wir fahren dann jetzt besser. Ja, aber Markus, dann ist der Fall auch klar. Bitte? Dann ist der Fall auch klar. Ja, für mich ist er nicht klar, das ist das Problem. Ja, es ist traurig, das natürlich. Und vielleicht ist diese Frau schuld daran, ist natürlich sehr schwer zu sagen von außen. Aber wenn das so ein quälendes Verfahren ist über so viele Jahre und dann heute einen solchen Höhepunkt erreicht hat, bleibt dir ja, so traurig das ist, gar nichts anderes übrig, als zu schweigen, als nichts zu sagen. Ja. Ich meine, alleine den Satz, allein diese Vorhaltung zu formulieren, wir haben so lange für dich bezahlt, du lieber Himmel auch mal, was ist das für ein dämliches Argument mit Verlaub? Herr Jürgen, das Problem ist ja damit bei, was mich ja so dermaßen zwischen die Stühle haut, ist ja das Problem, dass er in diesem ganzen Verlauf, ich habe dann versucht, ihr mit logischen Argumenten zu kommen, sie haben noch einen Sohn, das heißt, ich habe noch einen Halbbruder, der bis vor 6 Wochen nichts von mir wusste. Ein Bruder von ihm hat es ihm dann gesteckt und auf einmal kriege ich vom Kopf geschossen, dass es den Jungen sowas von getroffen hätte, dass er noch einen Bruder hätte, als ob ich daran schuld hätte. Ich höre das raus, dass er immer irgendwelche seltsamen Schuldzuweisungen dir gibt. Und du kannst ja nur am allerwenigsten für die ganze Geschichte. Da kann er hauptsächlich was für, dass du auf der Welt bist und deine Mutter, nicht du. Und all die ganzen Verstrickungen, die damit verbunden sind. Ich würde an der Stelle einfach jetzt wirklich zurückgehen und da nichts weiter unternehmen. Ja, was halt noch mit hinzukommt, was ich jetzt halt meine, wo mein Problem liegt, ist halt einfach, dass er aber auch in dem Moment zeitgleich, als sie dann irgendwann endlich zum Glück ihren Mund gehalten hat, Entschuldigung mit Verlaub, aber ich war auch echt in so einer absoluten Achterbahnfahrt in dem Moment, dass er auch mal sagte von wegen, Markus, wir können ja gerne Kontakt zueinander haben. Wenn du Probleme hast, melde dich bei mir und ruf mich an, wir können uns auch gerne starten. Okay, dann... Ja, jetzt kommt aber das Nächste und dann sind wir draußen und auf einmal wird es noch kälter. Und ich habe ihn dann angeguckt, weil ich habe einfach nur gemerkt, er machte vor seiner Frau den absoluten Bückling, um es mal so zu formulieren. Okay, Markus, was reden wir? Was reden wir? Das Ding ist kaputt. Ja. Das ist sehr schlimm für dich, das glaube ich, aber es ist kaputt. Wenn der Mann von sich aus, wenn der ein Rückgrat hätte, würde und müsste er sich um seinen Sohn, seine Enkelkinder kümmern. Wenn das aber so katastrophal gelaufen ist wie heute, kannst du, das Einzige, was du nur noch mal machen könntest, wäre, dann bist du für dich, stehst du ganz, ganz klar und gut da, dass du ihm vielleicht noch einmal einen Brief schreibst, ohne Vorwürfe, dass du einfach sagst, du hättest Interesse daran, an einem Kontakt, aber bitte ohne Beschuldigungen von seiner Seite aus. Und wenn, dann müsste die Initiative von ihm ausgehen und dann würde ich gar nichts mehr machen. Da habe ich auch, bevor ich dich angerufen habe, dran gedacht, habe ich auch mit meiner Frau darüber gesprochen, dass ich einen Brief schreibe und dann ist gut. Das Problem ist aber, dass meine Mutter mir diese Tür zugeschmissen hat. Warum? Ganz einfach aus dem Grunde, er hat mich ganz klar darum gebeten, dass wenn wir den Kontakt aufbauen, dass ich mit meiner Mutter nicht sprechen soll. Wie mit, dass du mit deiner Mutter nicht sprechen sollst? Nicht über ihn und über das, was wir aufbauen, sprechen soll. So, jetzt ist es aber. Würde ich mich gar nicht darauf einlassen. Ich habe ihm in dem Moment aber gesagt, dass ich das nicht machen werde, weil ich einfach diesen Kontakt haben möchte. Und ich habe es aber trotzdem getan, weil ich meiner Mutter einfach vertraue. Und ich habe meiner Mutter von diesem Kontakt erzählt und habe ihr auch erzählt, dass ich ihn aufbaue. Und ich habe ihr auch von heute erzählt. Und das hätte ich besser nicht tun sollen, weil sie hat in dem Moment, als ich ihr das erzählt habe, war sie natürlich auch geschockt und sagte zu mir, das kenne ich von ihm nicht, ich verstehe das nicht, warum er so reagiert. Ja, was hat inwiefern hat sie die Tür zugeschlagen? Das wollte ich gerade erklären. Ja, sag's mal, uns läuft ein bisschen die Zeit weg. Kein Thema. Also sie hat dann in dem Moment, ich hatte sie darum gebeten, nicht dort anzurufen, aber sie hat angerufen.
Und er hat sie dann weggedrückt und beim zweiten Mal hat sie ihm dann noch eine SMS hinterher geschrieben und solche Sachen. Markus, würde ich mir völlig verbieten. Deine Mutter hat da genauso wenig reinzufunken wie in andere Sachen. Das ist dein Ding, wenn du das so machen möchtest, dann mach es und zieh es so durch. Da kann er genauso wenig dir verbieten, dass du da nichts sagst. Und sie hat sowieso schon auch sehr viel geschwiegen, finde ich, in der ganzen Geschichte. Und trägt sicher auch ein Maß an Schuld mit, dass du da so im Nebel rumtappst. Ich muss das Gespräch leider beenden. Ich würde das mit dem Brief auf jeden Fall so machen und würde mir das von der Mutter überhaupt nicht verbieten lassen, auf keinen Fall. Ich wünsche dir alles Gute, Markus. Danke. Tschüss. Ciao. Benjamin ist 24. Hallo, Benjamin. Hallo, Domian. Hallo, Benjamin. Du klingst aber ein bisschen komisch. Halt den Hörer mal ein bisschen anders. Ja, ich versuche. Benjamin, zum Thema Schuld. Genau. Also ich gebe mir so ein bisschen die Schuld an den Tod meiner Mutter. Wann ist deine Mutter gestorben? Die ist am 8.4.2006 verstorben. Und warum gibst du dir die Schuld am Tod deiner Mutter? Also wir hatten so gut wie gar keinen Kontakt mehr gehabt. Seit wann? Wie viele Jahre vorher nicht mehr? Also knapp ein Jahr lang hatten wir gar keinen Kontakt mehr gehabt. Ja. Und also es war wirklich eine ganz komische Beziehung. Warum hattet ihr keinen Kontakt? Es lag ein bisschen an mir, auch ein bisschen an sie. Also sie hat sich ein bisschen von mir distanziert. Ich habe den Kontakt gesucht, aber es war, wie gesagt, eine ganz komplizierte Geschichte eigentlich. Also wenn man ein Jahr keinen Kontakt hat, muss man ja so ein paar Gründe nennen können. Ja, also... Habt ihr gestritten? Wir haben uns sehr oft gestritten. Was waren so die Themen, worüber ihr gestritten habt? Unter anderem Schulabschluss, Ordnung, weggehen. Aber da warst du doch auch schon nicht mehr so ganz jung. Nee, genau. Also gut, es lag vielleicht an der Ordnung bei mir. Also, hast du denn zu der Zeit noch bei ihr gewohnt? Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich noch gewohnt bei mir. Und also ich sag mal so knapp ein Dreivierteljahr, bevor sie verstorben ist, bin ich ausgezogen. Aber wie gesagt, aus dem Grund halt, dass wir uns auch nicht mehr so wirklich verstanden haben, bin ich auch weggezogen. Also ich kann mir das so vage jetzt vorstellen. Also du hast bei ihr gewohnt, da gab es viel Streit, weil du unordentlich bist. Unter anderem, ja. Sag doch nochmal ein paar Beispiele, warum. Wenn ein Streit ist, kann man es doch auch erklären, worüber man gestritten hat. Also, wie gesagt, unter anderem dieser eine Punkt wegen Unordentlichkeit halt. Okay, habe ich verstanden. Das lag halt daran, dass ich halt viel Stress hatte mit zwischen Berufswahl, Berufsvorbereitung und ich hatte da sehr wenig Zeit gehabt. Hattest du denn zu der Zeit schon einen Job? Nein. Da warst du ja immerhin auch schon, wie alt warst du da? Auch Anfang 20 schon. Da war ich ungefähr 19, 20, kann ich sagen, ungefähr. Ja. Mhm. Und das hat sie sehr kritisiert, dass du keine Ausbildung hast, keine Arbeit. Hat sie das kritisiert, dass du dich nicht genügend bemühst um die ganze Sache? Also genügend bemüht habe ich mich schon. Also ich habe im Monat knapp 100 Bewerbungen weggeschickt eigentlich. Was war denn ihre Kritik? Ja, also wie gesagt, ich habe wirklich über 100 Bewerbungen weggeschickt und also für ihr war es halt einfach noch nicht wirklich genug. Aha, also sie hat es doch kritisiert, dass du nicht genügend tust. Ja, genau. Das siehst du anders, aber sie hat es so gesehen. So, da haben wir schon zwei große Punkte. Sie hat gesagt, du lässt dich zu sehr hängen, setz dich auf den Hintern, lern was, finde eine Arbeit und räum wenigstens dein Zimmer und die Wohnung auf. Genau. So. Aber es ist eine schwere Geburt, die beiden Sachen rauszukriegen. Mhm. Dann bist du ausgezogen. Dann bin ich ausgezogen. Und zwar bin ich damals zu meiner Großmutter gezogen. Mhm. Weil das war halt so ein Verhältnis zwischen mir und meiner Großmutter. Also wir verstehen uns oft rein, meine Großmutter und ich. Mhm. Und dann hattest du gar keinen Kontakt mehr zu deiner Mutter? Nein, gar keinen. Also kein Anruf, gar nichts? Nein, weder noch. Und dann ist sie gestorben? So ein bisschen später. Also ich bin dann, wie gesagt, umgezogen zu einer anderen Straße hin und da fing es dann auch wirklich an. Da fingen die Probleme erst richtig an drum. Ich kriegte mein Leben nicht mehr auf Reihe. Das heißt also, ich hatte Mietschulden ohne Ende. Aber da hast du bei der Oma gewohnt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt vorher noch bei meiner Großmutter gewohnt, das stimmt. Mhm.
Dann habe ich, wie gesagt, leichte Arbeit gefunden, also so Leiharbeit. Ja. Und dann bin ich halt auch, wie gesagt, umgezogen auf einer neuen Straße. Mhm. Eigene Wohnung und sowas gehabt. Und dann fingen die Probleme auch so langsam an, weil ich konnte die Arbeit nicht mehr weiterführen, wegen der Gesundheit her. Was war denn das für eine Arbeit? Das war, wie gesagt, Leiharbeit. Also von einer Firma zur anderen, also richtig schwere Arbeit, so 16 Stunden am Tag. Mhm. Und wie viel Zeit, wenn ich es richtig verstanden habe gerade, sind von deinem Auszug aus der mütterlichen Wohnung, du hast alleine mit der Mutter gewohnt. Genau. Ja, bis zu ihrem Tod ein knappes Jahr vergangen. Ist das so? Ich sag mal so knapp anderthalb Jahre. Okay. Mhm. An was ist deine Mutter verstorben? An Leukämie. War sie schon erkrankt, als du noch bei ihr gewohnt hast? Ja. Ach so, du wusstest, dass sie krank war? Das wusste ich. Also ich wusste das von Kind auf an, dass sie wirklich krank war. Und dann bist du ausgezogen und hast dich überhaupt nicht mehr bei deiner Mutter gemeldet, obwohl du wusstest, dass sie eine so schwere Krankheit hat? Genau. Also wie gesagt, ich wusste, dass sie, wie gesagt, sehr krank war. Ich bin ja auch vorher wirklich sehr gerne und sehr oft auch zur Hand gegangen. Warum hast du dich nicht mehr bei ihr gemeldet? Es lag sehr oft eigentlich an den Freunden und Bekannten von meiner Mutter. Also die haben mich sowas von gedrängt, die haben mich sowas von beeinflusst und ich konnte hinterher nicht mehr. Wiefern haben die Bekannten deiner Mutter dich bedrängt, dich nicht bei ihr zu melden? Unter anderem ja. Warum? Warum? Ja, ich sag mal, also meine Patentante unter anderem stand auch hinterher wegen der Unordentlichkeit, sage ich mal, in meinem Zimmer drin und hatte schon Umzugskartons drin gehabt und sagte, ja, komm, du ziehst morgen raus. Und ich bin halt so ein Mensch, der sagt... Benjamin, ja, hör mal auf, das ist doch alles völliger Quatsch. Nein. Na, hör mal, wenn deine Mutter, wenn du ausziehst, aus welchen Gründen auch immer, wenn ihr Stress hattet miteinander, das mag ja alles sein mit der Unordnung und weiß ich was alles. Und du weißt, die Mutter ist schwerst krank, todkrank eigentlich. Da würde ich mir doch von keinem Verwandten dieser Welt verbieten lassen, meine Mutter mal anzurufen. Zumindest mal anzurufen, wie geht's dir? Normal ja, aber Domian, ich bin selber psychisch erkrankt. Und ich bin auch ein Mensch, der sehr leicht beeinflussbar ist. Was heißt psychisch erkrankt? Was hast du? Ich habe eine psychische Reaktion. Also das hat, ich sag mal, also ich bin ein Mensch, der sehr leicht beeinflussbar ist. Man kann mir wirklich alles Mögliche sagen und ich sag wirklich Ja und Amen dazu. Aber du bist nicht in dem Sinne psychisch erkrankt, dass du in einer psychiatrischen Behandlung bist. Ich bin momentan in einer psychiatrischen Behandlung. Also ich bin beim Psychotherapeuten, das schon von Kind auf an. Mhm. Mhm. Das hast du gerade am Anfang gesagt, du gibst dir Schuld am Tod der Mutter. Gibst du dir Schuld am Tod der Mutter oder gibst du dir Schuld, dass du dich nicht um sie, dass du dich nicht um sie bemüht und bekümmert hast mit zum Schluss? Teils. Also zum großen Teil gebe ich mir selber Schuld, weil ich mich selber nicht bemüht habe, sage ich mal. Und andernfalls, also ich wünsche mir wirklich sehr oft, selbst heute noch, dass wir wirklich die Krankheit getauscht hätten eigentlich. Ich finde es eigentlich wirklich schade. Also ich stehe heute noch am Grab meiner Mutter und ich kann es immer noch nicht fassen. Hast du denn während dieser Zeit mal an sie gedacht? Sehr oft, Domian, sehr oft. Also ich. Aber nochmal die Frage, warum kein Anruf? Ich weiß es nicht, also ich bin selbst sehr verzweifelt deswegen. Ich stehe wirklich, wie gesagt, heute noch vor dem Grab und frage mich, warum du, warum nicht ich? Ich frage mich, warum habe ich mich nicht gemeldet und... Ich sag mal, ich traue mich heute noch nicht mal zum Grab alleine hinzugehen, weil dann die Freunde von meiner Mutter auf mich warten, mich anschreien könnten. Es gab sehr viele falsche Freunde meiner Mutter und das wissen einige meiner Freunde und deswegen nehme ich immer einen Kollegen mit. Du bist im Moment in psychotherapeutischer Behandlung? Genau. Sprichst du dort auch über diese Sache mit deinem Therapeuten? Ja. Sehr oft eigentlich, aber... Was sagt er?
er gibt nicht mir die Schuld, aber ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich kann es nicht wirklich sagen. Also ich komme mir trotzdem immer wieder schuldig vor, weil ich mich nicht so oft gemeldet habe, weil ich weiß, es lief einiges falsch zwischen mir und meiner Mutter. Aber ja, ich meine, weißt du, Benjamin, die einzige Entschuldigung wäre, und das kann ich nicht einschätzen, wenn du sagst, dass du selbst ein großes seelisches, psychisches Problem hast. Das kann ich natürlich überhaupt nicht einschätzen. Wenn du ein ganz normaler, gesunder, junger Mann wärst, dann würde ich sagen, da trägst du eine unfassbare Schuld. Aber da du ja selbst sehr labil zu sein scheinst und selbst auch große Probleme hast, wenn du sagst, dass du von Kindesbeinen in therapeutischer Behandlung bist, ist das erklärbar sicherlich, dass das alles so seltsam gelaufen ist. Insofern kann man da dann nicht von einer großen Schuld sprechen. Und da muss man vorsichtig sein mit dem Ausdruck der Schuld. Vielleicht ist es einfach auch eine unglückliche Verstrickung und Verkettung von allerlei Umständen. Vielleicht konntest du auch gar nicht anders. Das ist sehr schwer zu sagen von meiner Seite aus. Denn dass du auch sehr angeschlagen und sehr unglücklich klingst, das ist mir schon klar. Dass das sicherlich auch vielleicht mit deiner seelischen Lage und deiner seelischen Gesundheit zu tun hat, kann auch sicher sehr gut sein. Und insofern würde ich da das Wort Schuld nur äußerst vorsichtig in den Mund nehmen. Ich möchte mal ein bisschen, dass du noch mit meiner Psychologin redest. Wäre mir sehr gelegen dran. Ja? Ja, ist okay. Lieber Benjamin, legst du auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Ja, danke dir auch. Tschüss. Barbara ist hier. Barbara ist 36. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Barbara. Ja Jürgen, fühlst du dich schuldig? Also ich fühle mich schuldig, obwohl ich nichts gemacht habe. Das weiß ich vom Kopf her. Und mein Herz sagt mir aber, dass ich wahrscheinlich mein Leben lang Schuld tragen werde mit mir, wenn ich da nicht irgendwie weiter dran arbeite. Und zwar geht es auch um die Familie, dass ich als Kind eigentlich schon, also ich bin 36, und war als Kind immer schon anders als meine Geschwister, also vom Aussehen schon und auch vom Verhalten wurde mir immer gesagt, du bist aufmüpfig und vorlaut und weiß ich nicht was. Und ich hatte ein Problem mit meinem Vater. Also mein Vater hat mich immer besonders gefördert, aber auch besonders hart an die Wand gestellt, wenn es um irgendwelche Dinge ging. Und als ich 13 war, also mein Vater war Alkoholiker, der hat angefangen richtig extrem zu trinken, als ich zur Welt gekommen bin. Und als ich 13 war, also meine Eltern haben sich dann 2 Jahre vorher endgültig getrennt. Ich hatte die ganze Zeit schon gekriselt und mein Vater hat sich dann umgebracht. Also ich bin mit der ganzen Situation nicht mehr fertig geworden. Da warst du 13? Da war ich 13 und er hat einen Abschiedsbrief geschrieben, den sie uns immer vorenthalten hat. Also ich weiß bis heute nicht, was in diesem Brief drin stand. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat mit Alkohol und Tabletten. Ja. Wer hat ihn gefunden? Meine älteste Schwester. Und also er lag schon eine Woche in der Wohnung, war wohl nicht so schön. Gut, das ist jetzt auch schon, wie gesagt, ein paar Jahre her. Und ich habe gedacht, naja, irgendwie wirst du doch verknacken. War zwar dein Vater, aber er wollte irgendwie nie richtig mit dir zu tun haben. Also muss man ja so hinnehmen. Und als ich 21 war, erzählt mir die Mutter von meinem Vater, wenn du mal alt genug bist, dann erzähle ich dir mal was. Und dann habe ich ihr die Pistole vor die Brust gehalten und habe gesagt, ja, was ist denn? Erzähl jetzt, sonst komme ich nicht mehr wieder zu Besuch. Dann hieß es ja, du bist eigentlich meine Stieftochter. Also ich bin eigentlich gar nicht von meinem Erzieher, sondern von seinem Stiefvater. Von seinem Stiefvater? Ja. Also von deinem Stiefopa quasi? Genau, von dem zweiten Mann meiner Oma. Ach so. Und und da habe ich, erstmal wollte ich das alles gar nicht glauben. Und gut, da sind noch mehrere Sachen, aber das wird auch zu raumgreifend jetzt. Ich will ja irgendwo auch bei meiner Geschichte bleiben, aber für mich fingen da die Probleme an, weil ich hatte dann auch zu der Zeit keinen Kontakt zu meiner Mutter. Die hatte wieder geheiratet und hat sich von ihren 3 Kindern also abgeschottet und wollte ihr eigenes Leben leben. Aber inwiefern kommen wir jetzt zum Thema Schuld? Ja, dass ich eigentlich so immer mehr rausbekommen habe, dass ab da, wo ich gezeugt wurde und es entschieden wurde, dass mein Vater mich doch als sein Kind aufzieht und uns das ja auch nie gesagt wurde. Ach so.
ich der Meinung bin, dass ich eigentlich der Grund bin, warum die ganze Familie jetzt auseinandergebrochen ist. Ja, ich verstehe. Dass du dir letztendlich sogar Schuld an der Selbsttötung deines Stiefvaters gibst. Nee, so gesehen, für mich ist es trotzdem mein Vater. Ne? Ja, aber damit wir jetzt nicht durcheinander kommen, das war dann ja eigentlich dein Stiefvater. Ne? Richtig. Mhm. Ja, aber ich sag mal, ich habe nie so, also durch den Alkohol, er hat irgendwann mal einen Grund gesucht und ich habe das als Kind schon nicht verstanden. Mit 6 Jahren habe ich im Mittagsschlaf machen sollen und die wussten alle, dass ich nie geschlafen habe. Und er ist in den Raum reingekommen und hat eine Kornflasche auf dem Schlafzimmerschrank versteckt. Und ich habe das gesehen und habe das natürlich meiner Mutter erzählt. Und dann hieß es nur irgendwie von meinem Vater aus, ja, hier, die Barbara ist ein Verräter, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Und das wurde, bis er gestorben ist, hat er mir das immer vorgehalten. Aber das war ja nicht der Grund. Der Grund war, dass er mit mir irgendwo nicht die Gefühle austauschen konnte wie mit den anderen beiden. Ja, ja, ich verstehe, dass er quasi irgendwie aufgrund der familiären Verhältnisse gezwungen wurde, dich quasi mit aufzunehmen und auch zur Lüge gezwungen wurde. Ja. Und ich wurde auch, wenn es um Lügen ging, extremst bestraft, also sei es ein Hausarrest, einen Teppichklopfer versohlt etc. Also Lügen wurde bei mir immer besonders hart bestraft. Mhm. Das ist auch so ein Ding, wo ich überhaupt nicht dann im Leben mehr mit klarkam. Ne? Hast du denn irgendwann deinen wirklichen Erzeuger dann kennengelernt auch? Der ist gestorben, als ich 6 war. Also so. Als der gestorben ist, kam mein Vater, also der kam rein und meinte, hier, der Opa ist gestorben, der Heinz. Und da habe ich aus Schock angefangen zu lachen, weil mit 6, ich wusste noch nicht, was es tut. Und ne, da kommt er auf mich zu und knallt mir an und sagt, ja, wenn du wüsstest. Und da habe ich das verwirrt. Das ist mir alles nachher alles so dieses, angefangen. Das hast du noch in Erinnerung, dass er sagte, wenn du wüsstest. Ja. Lebt deine Mutter noch? Ja, also ich habe auch, und das ist jetzt das, wie ich versuche, das zu verarbeiten, dass ich denke, okay, versuchen auch zu retten von der Familie, was zu retten ist. Redest du denn viel mit deiner Mutter darüber? Ja, aber jetzt tut das alles zu weh. Also ich kann mittlerweile gar nicht mehr, weil wir haben dadurch, schlägt sie dann immer die Tür zu, dann ist sie da wochenlang kein Kontakt. Also sie ist dazu sehr verletzt und ich bin da immer so ein bisschen im Zwiespalt. Also ich habe jetzt eher den oberflächlichen Kontakt, dass ich nur über die Themen spreche, die angesagt sind und mich mit meiner Ehrlichkeit auch ein bisschen zurückhalte. Also du hast es gerade am Anfang ja selbst auch gesagt, dass das ist emotional, vielleicht kann man das nachvollziehen, dass man da so ein Schuldgefühl hat, so von den Fakten und von der Vernunft her, hast du natürlich da 0% Schuld. Das ist ja eine ganz furchtbare Familiengeschichte, die du da erzählst, in die du reingeraten bist. Aber normalerweise sollte man dann sagen, irgendwann wird es besser. Ne? Also ich meine, diese Geschichte, dass er sich umgebracht hat, ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre her. Ja, aber wenn man sich einmal festgedacht hat in einer bestimmten, an einem bestimmten Gedanken, fällt es manchmal auch schwer, davon loszulassen. Ja, aber das ist auch das Umfeld. Also ich merke, meine Mutter behandelt mich, oder meine Mutter und meine Oma, also die Frau von meinem Erzeuger, die beiden Frauen behandeln mich extrem. Sie sagen es zwar nicht, aber ich spüre immer wieder, dass ich eher ein rotes Tuch für die bin. Ja, das ist, glaube ich, das viel größere Problem, dass du von klein auf letztendlich irgendwie durch die Blume oder auch direkt mitgeteilt bekommen hast, dass du nicht dazugehörst, dass du ein Außenseiter bist. Und es wird zwar gesagt, nein, das ist nicht so, aber beispielsweise... Und ich glaube, das ist sehr schmerzhaft und das hat viele, viele Narben in der Seele hinterlassen. Ja, aber das ist für mich schuld irgendwo, ne? Wenn mir von außen suggestiert wird, irgendwie, hör mal, so, eigentlich, ich habe die Familie kaputt gemacht. Ja, aber das war's doch nicht. Auch wenn ich es nicht bewusst gemacht habe. Ja, aber das... Aber ich sage, mich hätten sie besser abgetrieben, so, um es mal hart auszudrücken. Ja, aber die wahren Schuldigen, wenn man von Schuld reden will, das sind die anderen. Das ist der Mann, der gestorben ist, ein leiblicher Erzeuger. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du gezeugt wurdest, weißt du das? Ja, also meine Oma hatte einen Beinbruch nach dem Krankenhaus und um den Mann jetzt ein bisschen zu versorgen, hat sie uns als Verstärkung an, also meine Geschwister und die Familie, ich war ja noch nicht auf der Welt und dann ist das wohl so dazu gekommen, dass meine Mutter da sauber gemacht hat. Mein Vater war dann auch irgendwie mit den anderen beiden unterwegs und dann waren die alleine. Ja, und dann so, auf der Basis der Freiwilligkeit? Oder hältst du es für möglich? Ja, doch, so. Wir haben sich gemocht. So, dann ist doch klar, wer schuld, wenn man von Schuld spricht, an der ganzen Misere trägt, nämlich deine Mutter und dieser Mann. Und du, armes Würmchen damals, warst die Leidtragende und
An dir hat man es ausgelassen, was die falsch gemacht haben, was die als erwachsene Menschen falsch gemacht haben. Also meinst du auch irgendwo, würdest es, ich spekuliere immer seit Jahren, also wie gesagt, ich hatte 10 Jahre keinen Kontakt mit meiner Mutter und habe echt drüber nachgedacht, ob ich mich überhaupt wieder mit ihr einlassen soll, damit diese Gefühle nicht wieder rauskommen. Und es ist genauso passiert, ich habe mich eingelassen. Jetzt nach 5 Jahren, denke ich, ist es an der Zeit, vielleicht doch den Kontakt wieder abzubrechen. Ja, wenn dieser Kontakt, wenn es kein richtiges, großes, offenes und herzliches Gespräch gibt mit der Mutter, offensichtlich geht das nicht. Nee. Und dir dieser Kontakt so schlecht tut und solche schlechten Wirkungen auf dich hat, dann ist es vielleicht wirklich klüger, ihn abzubrechen. Weil letztendlich hast du noch eine Mutter, Jürgen? Ja. Und kannst du dir vorstellen, das Herz, dann sagt er, das ist meine Mutter, ich klar. Kann irgendwie nicht ohne sie und nicht mit sie. Klar, ja, das verstehe ich. Ja, da ist man sehr zwiegespalten. Aber sicher, da hast du völlig recht. Natürlich ist man da, trotz allem, was geschehen ist, ist es deine Mutter. Da hast du völlig recht. Aber sie ist halt auch maßgeblich daran beteiligt, dass es dir all die Jahre und Jahrzehnte so schlecht gegangen ist. Das ja, ist auch jetzt noch. Ne? Und jetzt auch noch. Verreist mit den anderen beiden irgendwo mit mir. Ja. Ich war jetzt schwer krank, die ist noch nicht mal zu Besuch gekommen. Ne? Ja, das ist natürlich ganz schlimm. Weißt du, und nochmal einen Satz zu deinem Stiefvater. Ich nenne ihn jetzt mal Stiefvater. Mhm. Das warst bestimmt nicht nur sicher du und die Tatsache, dass du in der Familie warst. Wahrscheinlich wirst du nie dahinter gucken und es nie erfahren, was sich da angehäuft hat an Problemen, an Leid, an Not, bis er also zu... Also ihm gebe ich eigentlich am wenigsten die Schuld. Ich habe damals nicht verstanden, warum er sich umgebracht hat. Und heute sage ich, ich kann es verstehen, weil er war der Einzige, der überhaupt die Familie am Leben erhalten hat. Ich würde dir allerdings raten, damit du aus dieser Verstrickung, in der du da drin hängst, auch natürlich immer noch mit der aktuellen Überlegung, es ist ja meine Mutter, ich will irgendwie will ich ja hin, aber irgendwo auch nicht und sie tut mir nicht gut und... dass du vielleicht für eine gewisse Zeit mal zu einer Beratungsstelle gehen würdest oder vielleicht sogar eine Therapie machen würdest. Mhm. Wäre das für dich eine Überlegung? Oder? Ja, ich bin ja seit Jahren schon depressiv, aber es ist immer schwer. Du weißt auch, Depression ist die Volkskrankheit der Deutschen. Und es ist schwer, irgendwie eine passende Stelle zu bekommen, wo du auch schnell oder wo du überhaupt langfristig Hilfe bekommst. Aber du hast es bislang noch nicht versucht. Doch, aber wie gesagt, ich war immer bei den Falschen und irgendwie jetzt habe ich es erstmal auf Eis gelegt, weil mir eine andere Krankheit dazwischen kam. Okay, dann würde ich gerne dich ein bisschen beraten lassen im Hintergrund von meiner Fachfrau, dass du einfach mal so entscheidest für dich. Ich glaube, das wäre gut. Wenn du auch noch sagst, dass du unter Depressionen leidest, wäre da mit Sicherheit ein guter professioneller Rückhalt sinnvoll. Dann würden wir dich nochmal anrufen und dich beraten, liebe Barbara. Meinst du heute oder? Ja, heute noch. Ja, klar. Das machen wir gleich noch. Mhm. Alles klar, noch bin ich wach. Wünsche ich alles Liebe und alles Gute von Herzen. Okay, vielen Dank und tolle Sendung machst du, Jürgen. Dankeschön, Barbara. Sehr nett von dir. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, ne? Katrin begrüße ich herzlich und Katrin ist 25 Jahre alt. Hallo, Katrin. Ja, hi. Hi. Ja. Schuld. Und zwar geht es um Schuld und ich hatte damals, also mittlerweile schon 10 Jahre her, einen Motorradunfall. Es waren 2 Räder und Kumpel vorne, ich und mein Freund damals hinten. Und wir sind reingefahren, das war aber im Ort. Und der ist damals zum Glück gefallen, ist halt auf den Kopf gefallen und... Also du saßt auf dem Motorrad mit deinem Freund. Ja. Und ihr seid dem anderen Kumpel reingefahren? Ja, durch blöden Zufall, weil der hat sich nicht ausgekannt und falsch abgebogen und wir sind ihm blöderweise irgendwie halt reingerauscht irgendwie, ne? Du saßt aber hinten drauf, ne? Ja. Mhm. Und ja, der ist damals umgekippt, mit dem Helm auf dem Bordstein und liegen geblieben, Notarzt, alles mögliche, Hirntod und solch. Und der ist damals gestorben. Wie alt war der? Ist er an seinem 18. Geburtstag gestorben. Mhm. Also haben sie Maschinen ausgemacht, weil er Hirntod gehabt. Dann war das aber kein Motorrad. Doch. Wenn er an seinem 18. Geburtstag stirbt, hat er den Führerschein noch gar nicht gehabt. Doch schon, das war so eine kleine halt. Verstehe. So eine Maschine halt so. Ja, die kann man ja früher schon fahren. Ja, genau. Mhm. Und das war damals beim Unfall so, dass ich halt ja total unter Schock war und keine Ahnung was. Und
mein Freund damals, der gefahren ist, der hat das alles irgendwie total wahrgenommen. Der war voll bei Sache und hat bei der Polizei, wo die kamen, Notarzt, Polizei, alles, hat gesagt, ja, also voll die falschen Sachen erzählt, alles. Also hat nicht gesagt, dass er reingefahren ist? Nee, der hat das alles total geleugnet bis zum Schluss hin. Ich war mit dem, ich war, wie alt war ich da? Da war ich, glaube 15. Ja, nee. Doch, du hast gerade gesagt, das wäre vor 10 Jahren passiert. Dann ist es länger her. Ich habe die Zeit total vergessen. Auf jeden Fall, die Polizei hat damals ihn gefragt, was passiert ist. Er hat eine falsche Geschichte erzählt. Und ich in meinem Schock alles erzählt. Ja, hat einen Schlag getan und keine Ahnung was. Was hat er einen Schlag getan? Ja, weil wir mit ihm reingefahren sind halt. Ne? Also hast du die Wahrheit gesagt und er hat nicht die Wahrheit gesagt, oder wie? Ganz genau, ja. Und es ging bis vor Gericht alles. Ja, und dann? Und wir waren dann, das war mein erster Freund, wir waren zusammen bis zum Schluss. Ich hatte Angst, weil er hat mich immer gezwungen, hat gemeint, ja, und mit dem Ralf, und da musst du bei mir bleiben und so, ne. Und ich habe vor Gericht dann irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr, der ist gestorben, der ist beerdigt und ich kann nicht mehr lügen halt, ne. Moment, dann haben wir uns ja missverstanden. Ich habe es gerade so verstanden, dass du von Anfang an die Wahrheit gesagt hast bei der Polizei. Genau, ich habe die Wahrheit gesagt und er nicht. Ja, und wieso sagst du dann, ich kann nicht mehr lügen, wenn du vorher die Wahrheit gesagt hast? Na, weil er hat einen Anwalt eingeschaltet und der hat seine Aussage aufgenommen. Und das war halt irgendwie eine andere Variante halt, von wegen, er wäre irgendwie abgewichen und wäre hingefallen und... Ja. Okay, also er hat die Unwahrheit gesagt. Ganz genau. Du hast aber immer die Wahrheit gesagt. Ja. Ja, und dann weiter? Ja, und das war halt bei uns immer so die Sache. Ich war halt noch Teenager hier, der erste feste Freund. Und der hat mich halt immer mehr oder weniger halt dazu gezwungen, dass ich bei ihm bleibe. Wo ist denn jetzt die Schuld, Katrin? Das habe ich noch nicht verstanden. Na, die Schuld ist dabei, dass er halt am Unfallort selber gelogen hat und seinem besten Freund, obwohl er gestorben ist, gesagt hat, ja, wir sind also anders reingefahren und hat mich dazu gezwungen, die Unwahrheit zu erzählen. Aber du hast doch gerade gesagt, dass du immer die Wahrheit gesagt hast. Ja, schon. Vor ihm halt. Aber er hat mich vom Anwalt gezwungen, die Lüge zu erzählen halt. Ach so. Also, dann hast du dann offiziell gelogen? Ja. Ach so, gerade hast du gesagt, dass du bei der Polizei die Wahrheit gesagt hättest. Nee, er hat mich gezwungen zu lügen halt. Und das war echt, ein Kampf. Und hast es dann aufgelöst, die Lüge? Ja, ich habe es aufgelöst, weil ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr schlafen, gar nichts mehr machen, ne? War denn das Verfahren schon vorbei, als du dann Nee, das war im Gericht selber. Ach so, und dann hast du im Gericht gesagt, ich kann jetzt nicht mehr lügen? Ja, weil das war halt so blöder, ich meine, das war der erste Freund und so, und da habe ich gemeint, ich kann nicht mehr lügen. Verstehe. Und dann hast du vor Gericht definitiv die Wahrheit gesagt? Ja. Ja, und wie ist das dann ausgegangen, alles? Na, der hat er war ja damals auch noch minderjährig und er hat eine kleine Strafe bekommen und durfte halt so lange nicht mehr Auto fahren und musste halt Geld zahlen und so. Aber wie hat er sich dir gegenüber dann verhalten, nachdem du ja am Anfang für ihn gelogen hast und hinterher die Wahrheit gesagt hast? Wie hat er sich dir gegenüber verhalten? Ja, wir waren noch eine Zeit lang zusammen. Und da hat er mich halt dann immer gezwungen, halt, dass ich halt vor Kumpels halt immer schön die Wahrheit sag und... Er hat sich gezwungen, die Wahrheit zu sagen? Also beziehungsweise zu lügen halt, seine Wahrheit zu sagen. Halt. Seine Wahrheit zu sagen. Ja. Ein bisschen schwierig alles. Ja. Ja, aber letztendlich, Katrin, hast du doch dann schon das Richtige getan damals. Nee, bin ich ja froh, weil ich hätte damals echt nicht mehr normal leben können, weil ich habe vor Gericht halt gesagt, wie es war. Es war nichts Schlimmes, weil ich meine, das ist doof gelaufen damals in der Kreuzung im Ort. Sind wir da halt reingefahren. Aber es ist doch sehr gut, dass du damals dich dann so verhalten hast. Schlimmer wäre es ja, wenn du bis heute diese Lüge mit dir rumtragen müsstest. Ja.
So hast du ja intuitiv damals mit 14, 15 Jahren das Richtige gemacht. Und das ist ja toll. Auf jeden Fall. Es wäre schlimm, wenn du heute mit 25 sagen würdest, mein Gott, ich habe damals für den gelogen und der war schuld daran, dass unser Freund da gestorben ist. Ja. Insofern ist es ja dann für dich zumindest dann doch ganz gut ausgegangen. Na, auf jeden Fall. Ich wollte nur damit sagen, dass ich halt... Katrin, ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Alles Liebe, alles Gute. Ja. Tschüss. In der Technik, Michael Verhoeven. Morgen sind wir wieder da mit einer freien und offenen Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Macht's gut. Tschüss.